Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Altes. Was für Altes? Bei Ark. Kann man ja mal. Alter, was ist denn hier los? Kann man ja mal leicht verwechseln. Was ist hier los? Ey, wenn der kackt, dann ist so groß wie unsere Bude, ey. Vor allem, das Ding ist, der geht einfach ins Bild. Das ist immer so. Immer wenn wir eine Anmoderation machen, da kommt irgendein Saurier durchs Bild, weißt du? Mann. Jetzt kommt dir der Udo an, Alter. Der Udo? Ja, ist ein spontaner Name erfunden. Okay, so. So, wir sind gerade dabei, den Iggy zu zähmen. Ich hab den Heiltraut ja gefunden, das kann man in der letzten Folge sehen, beim Heiltraut auf dem Kanal, also beim Afuyu. Ohne Witz, ne? Hast du noch leicht ein bisschen verlaufen. Ja, ja. Okay, hau mal rein da. Ich esse gerade nur erstmal, warte. Ja, ich brauch auch. Also der hat sich auf jeden Fall ein bisschen sehr verlaufen und ja. Du musst immer wollen. Hat ein bisschen gedauert, bis wir uns dann gefunden. Alter, das ganze Bild wackelt die ganze Zeit. Du musst den Nacro-Berries reinhauen. Ja, ne? Ja, ich komme ja schon. Alter, du musst auch suchen. Achso, ich dachte, du hast genug. Ja, der braucht ja auch Nahrung. Achso, können wir dir kein Fleisch geben? Alter, ich glaube nicht. Ich kümmere mich um Nahrung. Okay, warte, ich mach mal gerade das Ding hier hoch. Ey, was ein Let's Play, was für Folge. Heilige Scheiße, jedes Mal kommt so ein Dino ins Bild, Alter, ich fass es nicht. Ja, ne, du kannst es schon best of zusammenschneiden jetzt eigentlich. So. Okay, ich hab Necroberries paar, 4 Stück. Mann, ey. Mann, der Dino, ne? So. Okay, so. Wir sammeln schön hier die ganzen Sachen, ey. Okay, der zähmt, der wird gezähmt, der wird... Komm, Iggy, du schaffst es! Genau, Iggy wieder heißen. Ja, Iggy, das wird der Mann von Patrick sein. Oder Igolos, kann man den auch nehmen. Ja, oder Igolos. Aber Iggy finde ich irgendwie, weiß ich nicht, das kennen wahrscheinlich mehr Leute. Ja, Igolos ist die griechische Version vom Feta-Käse. Igolosaurus, Alter. Krabbelt dann immer oben an der Sonne lang so. An der Sonne, was? Alter, ich sterbe! Ja, als auch. Meine Knochen sind gebrochen. Ja, boah, echt? Hör auf. So muskulös bin ich. Muskulös. Mann, ey. Also jetzt wirst du auch noch von deinem Mann geschlagen, Alter. Du schlägst also Kohle. Frauen. Toll. Vibe. Toll. Hättest mal schneller sein können hier. Vibe. Vibe, mach Joy, mal hin da. Nimm du dir auch noch das eine Fleisch daraus? Ja, nehme ich jetzt auch. Nimm ich jetzt. Warte, ich geb dir das hier, guck. Nein, ich nehm das. Ey, Mann. Ey, hier, hab ich frisch von meiner Hüfte abgeschnitten. Ja, da kannst du auch viel abschneiden. Was soll das denn heißen? Ich achte auf meine Figur. Ja, ich merk das ja schon. So, okay. Ich geh noch mal ein paar Beeren sammeln. Ach, der hat noch genug, deine Kiste. Ey, wunderschönes Wetter hier, ein Traum. Da hinten hüpft erstmal eine Riesenkröte. Ja, Mann, der Iggy kommt. Aber es ist schon irgendwie eine perverse Ader vom Curry. Was? Weil er möchte, ey, von mir? Ja, du hast gesagt, wir sollen den so nennen. Ja, wir können den auch Bronze nennen. Du willst, dass der Iggy, also der Bruder von Patrick mit dem Patrick... Ich weiß nicht, vielleicht freut er sich ja, wenn er den Iggy bei sich hat. Dann können wir dann so Mutanten oder was? Können wir Vinox machen. Das ist richtiges Cybermobbing von dir. Wir sind Mutanten. Der Dodo, der da geboren wird, der hat nur ein Auge dann. und Flügel. Der ist nur zum Bumsen gemacht, ganz ehrlich. Töte mich! Ich bin die Hautgeburt des Bösen! Und das Auge zuckt die ganze Zeit. Und der hat so eine Schlangenzunge. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ey, Junge, langsam reicht's aber mal hier. Da kommt er wieder an, vibriert. Sind die eigentlich Fleischfresser? Ey, Udo! Ey, Udo, Alter, alles geht! Jalo! Wenn man da drauf springen könnte, geht das? Ja, man kann ihn ja sogar reiten, wenn man einen Sattel hat, ne? Alter Udo, ey. Ach Gottchen. Wo ist denn jetzt? Bin ich so weit gelaufen? Hä? Wo ist denn jetzt hier der Igolos? Alter, ist das dein Ernst, dass du den jetzt nicht findest? Mann, der ist direkt beim Lagerfeuer. Ja, ich hab doch schon. Alter, der hat Orientierungssinn, ne? Guck mal, Alter Udo, Mann! Der kommt hier mit seinen Riesenfüßen. Der ist doch Alter, hier wackelt alles. Ich flieg rum. Boah, ich kann mich nicht konzentrieren. Mir ist schlecht. Ich glaube, da spielst du mit einer VR-Brille, wenn der da kommt. Ja, Alter. So. Okay, doch, wie sieht es denn aus da? Er ist gleich neu geboren. Ist gleich der Iggy. Ich finde ja, der Kopf von dem Dino sieht ein bisschen aus wie ein Pimmel irgendwie. Ich weiß auch nicht. Guck mal hier, Alter.
Lass den mal schlagen. Udo. Ja, auf jeden Fall. Komm her, Mann. Nein, lass es. Yolo. Nicht. Ey, wenn du jetzt stirbst, ne? Ich mach nichts. Was für ein Level ist der denn eigentlich? Ja, das geht. Der ist trotzdem stärker. Das ist ein Bronto. Ein Bronto, du bist auch. Würde ich jetzt nicht sagen, dass der stärker ist als wir. Kannst ja auch. Das ist sowas wie bei dem Affen, weißt du? Wieder bei dem Yeti, wo du den damals angegriffen hast. Den Yeti! Den Yeti! Okay, du weißt, wie wir zurückkommen, ne? Ja, ich weiß es. Okay. Heißt ja nicht Dennis, ne? Heißt ja alles jetzt in deinen Händen, das weißt du schon, ne? Ja, ich weiß es. Curry, Mann, wir haben jetzt gleich den Ego los, alle! Jetzt kommt der Iggy da, der kommt gleich zum Wiedergeburt! Iggy oder Egolos? Iggy, ja. Iggy, mit Y, ne? Iggy. Mit Y. Ja, natürlich, und es gibt nur Salat zu essen! Iggy krabbelt an der Wand! Die Leute denken sich auch, was haben die für Spacken, ey? Ja, vor allem, wenn die einfach so... Okay, nee. Iggy. Iggy Bam. Ist geboren! Iggy ist geboren! Das ist Iggy ja wunderschön. Is live! So, Iggy, dann komm mal mit! Zack, ab geht's! Mach doch dann die Fackel weg, ist da hell genug, du Trottel. Warte, ich mach das Feuerwerk hier. So. Boah. Da ist eh nur Holzkohle. Scheiß drauf. Komm, okay, Iggy. Wo ist ab der geht's. Iggy. Oh Gott, in dem Tempo sind wir übermorgen. Nein, da. Wenn ich jetzt renne, komm, wir gehen am Udo vorbei. Udo, es war mir eine Ehre. Udo, das ist voll der Name, ey. Mensch, Mensch. Ah, ne, das war ja der andere. Junge, lauf doch erstmal. Wo ist. Hä? Iggy, Mann, kannst du mal ein bisschen hinne machen, Alter? Guck mal, der angelaufen kommt. Guck mal, der kommt da angefangen. Mit seinem. Iggy, komm! Wir haben Salat für dich, komm! Lasagne, komm! Komm, Lasagne, aber du musst ein bisschen pusten. Oh, wir sind so gemein, ey. Oh. Ich hab damit nichts zu tun, ne? Nee. Hier ist noch ein Dodo. Ja, einer reicht. Alter, wie der da erstmal geschissen hat. Komm, Iggy. Geh nochmal, Alter! Oh, ich mag das Spiel. Ja, ne? Macht Spaß. So. Komm, aber das Ding ist, guck mal, wir sind immer noch am Anfang. Ich glaube, wenn wir echt mal weiterkommen, ja, wenn wir irgendwann mal fliegen können. Und wir haben. Guck mal da, ey! Guck mal, wie relaxed der läuft so. Ja, ich glaube, wir haben uns verlaufen. Nee! Nein, Quatsch. Ich weiß genau, wo wir hin müssen. Ich weiß es. Ja, der Iggy und ich willkommen. Auf Ruhe, okay. Lux, Lux. Alles klar, Gixi Pro Sniper. Hier ist noch ein Dodo. Ey, warum sind die denn alle im Wald? Ja, weil da Sonne, Schatten ist da. Ach so, ja, klar. Weil draußen ist halt zu heiß. Ja, ja, ja. Da vorne ist er, die Hütte. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt kommt ja die große Zusammenführung, die, ne? Die große Familienzusammenführung. Nee. Und zur Feier des Tages erstmal bumsen. Ja, wir ja auch, Curry, ne? Ja, ja, wir gehen auch knattern jetzt da in unsere Hütte. Wie bei den Touristens. Ja, natürlich. Fuck! Okay. So, warte mal. Patrick, guck mal, wen wir da haben! Iggy! Wo ist er denn? Haben wir den jetzt verloren? Hä, wo ist der? Nö. Ach, da hinten, komm da. Da kommt er an. Da kommt ganz langsam kommt er da angetaucht. Da kommt er, da lalalalalala. Sehr schön. So, warte, wir müssen jetzt gucken, dass der hier stehen bleibt ungefähr. Iggy, komm. Komm, Iggy. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm, Iggy. Ja, feiner, Iggy. Komm, Iggy. Was machst du denn da? Okay, Iggy, komm. Komm, Iggy, komm. Komm. Nein, da, ich mach's dem nur vor, wie es geht. Komm, Iggy. Der ist in Liebe! Die sind jetzt schon verliebt, nee. Alter! Iggy! Die Hassbergs sind zusammen! Komm, geh hin drauf! Ey, wo willst du denn hin? Mach mal die Tür zu, Curry. Ey, warte, der muss mal ein bisschen hier runter, weil er nur Patrick bekommen hat. Ja. Okay, was passiert jetzt? Was passiert warte. Jetzt? Wir brauchen so eine Brutcam hier drin. Ja, Mann, die Brutcam. Warte, ich geh an die andere Tür. Okay. Wir sind looking for what? So, Jungs. Dann legen wir los da. Wer da unten guckt so, der Gaffer, Alter. Vielleicht fühlen die sich beobachtet, Curry. Ey, die Hildegard hat ein paar Titties. Also sie sind auf jeden Fall schon mal verliebt. Patrick ja, und Iggy, das Traumpaar. Iggy und Pay sind Alter, dass ich das erleben darf. Ja, ich fasse da auch nicht. Boah, guck mal, erstmal kacken, ne? Boah, richtig geil, ey. Boah. Wie lange geht die Folge schon, Curry? Noch nicht lange. Wie lange denn? 9 Minuten. Boah. Ja. Dann sag ich mal, in der nächsten Episode geht's weiter. Hä? 9 Minuten, Alter? Ja, sag mal, willst du mich verarschen, okay. Du hirnloses Stück? Ich kann jetzt Fackeln stellen. So, wir machen mal die Tür zu, ne? Dann ja. Lassen wir euch mal alleine da in der Bruthütte. Bruthütte.
Ich will nicht wissen, was die jetzt da drin anstellen. Jetzt fängt das so an zu wackeln, weißt du? Wo ist eigentlich das Schild, Curry? Ja, das Schild baue ich jetzt nochmal neu. Love-Bungalow. Ich musste das leider abreißen, weil, ne? Wissen Sie Bescheid. Weil? Weil ich die Rampe dahin platzieren musste und das ging leider nicht. Die Rampe ist schuld. Ja, ist wirklich so. Ja, Curry. So, ich gehe im Holz suchen. Hier ist Holz drin in der Kiste, Mann. Ja, ich vergesse das die ganze Zeit. Scheiß drauf, ich hack jetzt Holz hier. Nee, wir haben genug Holz. Komm, hol aus der Kiste. Ich bin schon bei einem Baum. Hör auf deinen Mann. Ich bin schon bei einem Baum. Heribert. Hey, ich mach 4 Fackeln, Curry. 4 Stück, ey. So Stehfackeln, oder was? Ja. Ja, mach doch mal da. Boah, was kommt da denn angeflogen? Nee. Was ist das denn? Guck mal hier, ey. Was denn? Was soll ich denn? Ey, ich höre schon da. Ich höre. Guck mal hier. Ja. Wer hier angeflogen kommt, ey. Hallo. Bitte, Rondondon. Guck mal, gleich rein sind da auf einmal so 10 Babys drin gleich. Ja, die haben richtig losgelegt. Boah. Haben die ja da richtig ihre Dodo-Schnabel ineinander gesteckt. Oh, nee. Oh, doch. Guck mal hier, Curry. Pass auf da. Seht ihr das? Guck mal jetzt hier da. Hä, wie lang... Alter, ich will doch kein Holzschild machen, Mann. So. Ba-da-ba-ba-bam. Machen wir das jetzt an? Wie gehen die Fackel jetzt hier an? Ach, warte mal, ich kann mir schon vorstellen, wie... Ups. Diese Furzerei immer, ne? Hä, wie machen wir die denn an? Ich weiß es nicht. Inventar öffnen. Ach so, okay, ich verstehe. Mhm. No, it burn, burn on hell. Ja, das Paarungsfeuer. Und ich spring's mal da rein. Boah. Ist das jetzt ein Ei oder ein Köttel? Ich weiß es nicht. Ein kleiner Tierhaufen. So, pass mal auf jetzt hier, Alter. Curry. Ja? Guck mal, wir sind ja Bros, ne? Ja. Der Feier des Tages habe ich was für dich hier. Guck mal hier, Alter. Ach, scheiße. Ja, wo ist der Köttel? Die Iggy Lust. Hole. Ja, Höhle geht nicht. Oh, musst du OE machen. Schreib drunter, Salat inklusive. Warte. Höhle? Nee, warte mal. Ich mach mal... Iggy Luststätte. Nee, geht ja alles nicht, Mann. Mann. Lustbude, alles klar. Die Iggy Lustbude. Oh. Komm her! Die Iggy-Lustbude, Alter, ich fass es nicht. Konnte man nicht irgendwie das Inventar, das Hut ausmachen, ey? Ich weiß auch nicht, wie das geht. Oh mein Gott. Die Iggy-Lustbude. Muss man die irgendwie vielleicht Viagra reinhauen oder sowas, damit es losgeht? Ich weiß es nicht. Nee, die sind doch schon geil da, da brauchst du doch, da siehst du doch. Asbergs. Hasis. Ach, ist das schön. So, Fackeln haben wir jetzt auch. Wir können mal ganz kurz gucken, was das nächste ist, was wir so machen könnten. Ah, Level 10 müssen wir werden. Das heißt, wir müssen jetzt viel jagen gehen in den nächsten Folgen. Die Iggy-Lustbude. Na, Curry? Was denn? Viel jagen müssen wir. Ja, das können wir ja machen. Ja, ich tue mal den Feuerstein noch zurück. Hopp. Ja, die Iggy-Lusthöhle. Haben viel geschafft in dieser Folge. Ja, nice. So, warte mal, ich guck mal gerade. Das muss ja irgendwie gehen hier. Hat umschalten, Backspace. Ah! Ach so, nice. Cool. Mach mal die Tür auf, dann mach ich mal ein Foto. Ja, mach mal ein Foto. Mach mal eins hier. Was ist das denn jetzt, Alter? Kommt der da angelaufen? Okay, Mann. Die Iggy-Lusthöhle, was ist denn das? Ja, ist nice, ne? Boah, wir haben aber ein schönes Fleckchen auch hier für unser Haus. Sehr, sehr schick, ey. Also, wir können uns echt nicht beschweren, ganz ehrlich. Blieh, du Bestie. So, da sind wir wieder. Ja, wo warst du denn? Ne, ich habe das Hut wieder angemacht. So, wo warst du denn? Ja, ich würde mal sagen,
Ja, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich weiß noch nicht, was auf uns zukommt. Wir werden jagen gehen. Kommt, beginnt die große Jagd. Werden Level aufsteigen und werden richtig abräumen, meine Damen und Herren. Richtig abräumen. So, die zwei Bumsfrikadellen lassen wir mal da drin. Die Bumsfrikadellen lassen wir da drin. Wir melden uns ab, schließen die Türe. Wir knattern jetzt auch noch ein bisschen hier rum. Ja, Mann. Nächste Folge gibt's dann übermorgen bei Mafuyu auf dem Kanal. Guck mal her da. Und ob wir dann Babys haben, sehen wir dann. Bis dann, Freunde. Oh. Ja, bis dann. Tschüss. Zeig mir dein Speer. Sperr mich weg, ey. Boah. Boah.